auf der Feier gemeinsam, ne? Ach, das war die. Ich weiß nicht mehr, war das die. Das war die, wo du übelst dicht warst. Ich glaube, wir müssen da. Da hatte ich doch gefragt, ob wir da irgendwelche Bilder schießen können. Ich weiß es nicht. Das ist mir letztens mal aufgefallen. Ich hatte mal so durchgeguckt. Hier sind es die vom 29.08. Das ist irgendwie ganz, ganz strange Bilder. Ach, das war die Party. Das war die. Ach, die war so cool. Ja, gut. Ja, das sind diese Bilder. Ja, die Bilder müssen jetzt nicht zwangsläufig sein. Es war natürlich lustig, aber ich löschte jetzt mal das bekannt. Habe ich das nicht sogar aufgenommen? Du hast das aufgenommen, ja. Stimmt, mit deinem Handy, ja. Wieso habe ich dich überhaupt gefragt, dass du das mit meinem Handy aufnimmst? Ich habe absolut keinen Plan. Ja, ich gehe kurz auf die Toilette, kannst du kurz auf mein Zeug aufpassen, dass da niemand reingeht? Ja, okay. Dankeschön. Bis gleich. Diese Bilder nur in seinem Papierkorb getan. Tatsächlich. So in dem Kopf. Und er wird noch büßen dafür, dass er mir mein Geld gestohlen hat. Das kann doch nicht wahr sein. Warum muss denn dauern diese Bilder von mir? Das kann doch nicht wahr sein. Warum habe ich die nicht damals einfach gelöscht? Scheiße, ich muss mich jetzt mit Kate treffen. Ich muss mich davon aufziehen. Scheiße, ich kann das jetzt nicht so lassen. Darius, es muss Darius sein. Ja, natürlich. Wieso bin ich nicht schon viel eher drauf gekommen? Warum soll ich denn kommen? Es kursieren mittlerweile so Bilder über mich hier an der Schule. Wirklich? Ja, na, du weißt doch, wir waren mal, das habe ich dir letztens erzählt, als wir gemeinsam auf der Party waren, so diese Bilder gemacht haben. Ja, die hatte ich ja auch gelöscht. Ja. Aber die sind so irgendjemand Anonymes. Ich kann es dir zeigen. Hier. Hat mir die Bilder geschickt und also ich möchte jetzt ja nichts unterstellen, weil wir sind eigentlich Freunde, aber mein Verdacht fällt halt schon sehr stark auf dich, dass du das warst. Was ist denn für Kunst? Ich möchte jetzt einfach mal ganz normal von dir wissen, also ganz ehrlich, warst du das? Ja, ich war's. Jetzt bleib auf Abstand, wir können wie ganz normale Menschen reden. Ja, ich war's. Ja, warum? Was gibt dir einen Grund, irgendwie einfach Bilder von mir zu veröffentlichen? Na, du hast vor einer längeren Zeit Geld von mir geklaut. Hey, ich hab überhaupt kein Geld, du hast keine Beweise dafür. Doch, Tina hatte ich gesehen und so ist sie hat dich an deinem Handtattoo erkannt. Hier. Ja, weil ich der Einzige bin, der irgendwo ein Tattoo hat. Und du glaubst es, Tina, einfach. Du bist der Einzige, der ich kenne, der so ein Handtattoo hat. Du glaubst einfach so, Tina, und stellst unsere komplette Freundschaft in Frage. Sie kam zu mir sehr glaubwürdig. Apropos Freundschaft, das ist jetzt vorbei, wir sind keine Freunde mehr. Du brauchst mich nicht mehr zu kontaktieren. Es reicht mir jetzt, verpiss dich.